Ja, willkommen zurück. Nochmal schönen guten Nachmittag. Ich freue mich, euch meinen geschätzten Kollegen, Entwickler, Isinger Web-Team-Mitglied, den Erik Lippmann vorstellen zu dürfen. Er zeigt uns heute den InGraph. Viel Spaß. Danke, Tom. Ja, es geht um Performance Graphing mit InGraph, den mittlerweile dritten Graph aus dem Hause NetWays. Letztes Jahr zu OSMC hat man nur eine Beta und da waren ja auch Vorträge über CACTI und PNP, also quasi genug Graphing-Thema. Und dieses Jahr möchte ich einfach mit der aktuellen Version 1.0 nachholen, dass über den InGraph mal gesprochen wird. Was haben wir auf der Agenda? Eine Kurzvorstellung und dann überhaupt mal klären, warum machen wir jetzt noch einen Grapher, warum tun wir uns das an? Und warum machen wir überhaupt einen Grapher, wenn es doch einen guten PNP gibt? Gehe dann ein auf das Backend, wie werden da die Daten verwaltet, um dann das Frontend zu erklären. Und ich werde versuchen, viel in der Praxis zu zeigen und hoffe, dass die WLAN-Verbindung mich da nicht enttäuscht. Und zum Ende noch einen Ausblick und dann eine kleine Diskussionsrunde. Mein Name ist Erik Lippmann, ich bin seit 2008 bei NetWays GmbH, habe dort meine Ausbildung gemacht. Angefangen habe ich mit monitoringexchange.org, habe dann auch an dem NetWays Grapher V2 mitgearbeitet und letztlich mit dem Herrn Gunnar Beutner zusammen InGraph entwickelt. NetWays macht nicht nur Monitoring. Die Folie soll nur dazu dienen, dass wir auch noch in anderen Bereichen unterwegs sind. Zu nennen ist hier der Datacenter-Bereich, in dem wir auch eine weitere Konferenz veranstalten. Das ist die OSDC. Die ist nächstes Jahr vom 17. bis 18. April, Call for Papers und Early Bird noch bis Ende diesen Jahres. Thema ist Einsatz von Open Source Software in Rechenzentren und großen IT-Umgebungen. So viel zum obligatorischen Teil. Jetzt zu InGraph. Der Werdegang von NetWays und Graphern ist mit dem Nagios Grapher vor einigen Jahren gestartet, damals noch auf Basis von RRD. Wir sind da der Meinung, dass das ganz gut war und haben dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass wir mit dem NetWays Grapher V2 und einer Datenbankanbindung da irgendwie mehr Features schaffen zu wollen, Vorteile zu bringen, was leider nach hinten losgegangen ist, das muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wer hat von Ihnen den NetWays Grapher V2 mal eingesetzt? Okay, gut, dass sich nur so wenige melden. Das war nicht so gut. Wir hatten aber damals schon den Anspruch und auch mit InGraph, kein neues PNP von Nagios zu programmieren oder den PNP nachzuprogrammieren. Wir wollen mit dem InGraph mehr UI-Features bieten, also wir wollen den User im Gegensatz zu PNP, sagen wir mal, mehr Features bieten, die man im Frontend haben kann. Wir wollen Daten, die gemonitort werden, dazu zusätzliche Daten speichern, um später die weiterverarbeiten zu können. Das ist hier im Beispiel von InGraph, sind das zum Beispiel Kommentare zu Datenpunkten. Und wir wollen es natürlich voll in Isinger und Nagios integrieren. Das heißt hier, dass wir mit InGraph historische Performance-Daten analysieren wollen und diese mit in Checks in Isinger und Nagios einbeziehen wollen. Und natürlich, wenn wir schon die ganzen Daten sammeln, dass wir auf Basis derer dann irgendwelche Trendanalysen und auch Überwachung fahren können. Was setzen wir dann dafür ein? InGraph, das Backend, ist in Python geschrieben. Wir hatten mit Perl da und dem NetWays Grapher V2 ziemlich viele Probleme. Ob das an uns lag oder an Perl, das sei mal jetzt dahingestellt. Wir benutzen für die Datenbankanbindung SQL Alchemy, das ist ein SQL-Toolkit für Python. Das ist ziemlich cool, nimmt uns da einiges ab. Eines der tollen Features ist, dass zum Beispiel das Datenbankschema automatisch angelegt wird beim Start des InGraph. Das heißt, da muss der Benutzer dann quasi schon nichts mehr machen. Agavi, damit kennen wir uns einfach aus. Isinger Web haben wir auch damit programmiert. Das ist für das Frontend das PHP-MVC-Framework. Und für das JavaScript-Zeug drumherum, das Zensha-XJS-Framework, benutzen wir auch in verschiedensten Projekten, inklusive Isinger Web. Und damit haben wir einfach viel Erfahrung. Ja, wir malen Bilder quasi im Klienten, deswegen JavaScript. Dass das serverseitig so nicht funktioniert, ist klar. Dass man dafür aber auch irgendwas braucht, um für Reports zum Beispiel Bilder zu erstellen.
gibt es hier für Node.js. Node.js ist eine serverseitige JavaScript-Umgebung und da kann man dann auf dem Server Bilder generieren. Das ist hier mit dem InGraph, ist das per URL aufrufbar. Da muss man vorher natürlich Node.js installieren und gewisse Dependencies erfüllen, dass da dann überhaupt Bilder gemalt werden können. Dass das auf dem einen oder anderen System schwierig ist, ist klar, aber es ist möglich. Okay. Was machen wir im Backend? Wie haben wir uns das gedacht? Wir haben hier zwei Komponenten. Das ist einmal der InGraph Daemon, der als zentraler XML-RPC-Server fungiert. Der ist für den kompletten Eingang und Ausgang von Daten verantwortlich. Das heißt, er hält die Datenbankverbindung bzw. Verbindungen, weil natürlich dort mehrere Klienten zugreifen können. Müssen natürlich auch mehrere Datenbankverbindungen vorhanden sein. Er kümmert sich um das Housekeeping, das heißt, nicht jeder Datenpunkt, der gesammelt wird, bleibt auch in der Datenbank. Er kommuniziert mit dem InGraph Collector, der die Performance-Daten, die von Isinga geschrieben werden, einsammelt. Er kann dasselbe Format wie PNP, das heißt, PNP braucht ein bestimmtes Format, um Graphen anzuzeigen. Und genau das Format benutzen wir auch eben, um da das parallel laufen lassen zu können oder falls eines der beiden Tools ihm nicht gefällt, das einfach wegschmeißen zu können, um dann das andere Tool einzusetzen. Weißt du, PNP wären vermutlich, oder wer kennt nicht PNP? Ach, das habe ich mir gedacht, sehr gut. Okay. Weiß ich, bei PNP gibt es ja auch so ein NAP-Modul, was man im Nagios oder Isinga einbinden kann, das auch Performance-Daten nur rausschreibt. Hör ich mal ein Ja oder ein Nein? Aber ich glaube, das könnte man auch verwenden für InGraph, um sich die Konfiguration für Performance-Daten zu ersparen. Das ist quasi nur dafür da, um Performance-Daten rauszuschreiben, was der InGraph-Collector dann einliest und mit dem zentralen Server dann kommuniziert. Ja, XMRPC und Python, das ist die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Wir haben da nicht gebenchmarkt, sondern wir haben einfach gedacht, das machen wir jetzt mal. Das klingt ganz gut. Und wurden zum Glück bis auf, ja klar, kleine Performance-Schwierigkeiten am Anfang nicht enttäuscht. Aber sind damit, glaube ich, einen guten Weg gegangen. Der XMR-PC-Server ist dann natürlich, bietet eine API nach draußen, um Hosts anzulegen, Services anzulegen, da Datenpunkte einzufügen und aber auch Daten rauszulesen. Das heißt, jeder, der da auf die Daten, die da eingesammelt werden, Zugriff haben möchte, kann sich quasi an den InGraph Daemon hängen und dort die Daten abziehen. Das sehen wir dann auch hier. Wir haben hier unten die Datenbank, wo SQL Alchemy quasi drauf zugreift. Theoretisch funktionieren hier Oracle, PostgreSQL und MySQL. Praktisch nur MySQL. Das ist dann eins der nächsten ja, Major-Themen für eine nächste Version, dass Oracle und PostgreSQL getestet wird. Die anderen Frameworks sehen wir mal mit dem Schema, wo die da angesiedelt sind. Wir haben den Webserver, wo dann die PHP-Applikation läuft und gegebenenfalls Node.js. Und im Browser haben wir X.js, was erstmal nur die Fenster malt und natürlich für das Isinga Webmodul benötigt wird. Und zum Anzeigen der Graphen benutzen wir die JavaScript-Bibliothek Flot. Da gibt es leider kein Logo, deswegen taucht die da jetzt hier auch nicht auf. Wir haben da, als wir mit dem InGraph 2011, glaube ich, angefangen haben, mit Google Charts rumprobiert, mit HiCharts, mit ProTuvis und sind letztendlich doch wieder bei Flot gelandet, weil wir bei ProTuvis nicht erkannt haben, dass der nur SVG kann, was nicht im Internet Explorer funktioniert. Und haben dann da erstmal gesucht, kann man vielleicht die SVG zu VML-Grafiken umwandeln, was dann wieder im Internet Explorer funktionieren würde. Ja, sind da schnell gescheitert, sage ich mal, oder hatten dann keine Lust, das selbst zu implementieren. Haben dann HiCharts uns angeschaut. HiCharts ist eine wirklich sehr schöne Bibliothek. Da war die Lizenz aber leider nicht kompatibel mit der GPL. Und sind wir dann wieder bei Flot gelandet, was wir auch bei dem NetBase Graph HV2 verwendet haben. Hatten wir eigentlich gute Erfahrungen. Und somit ist diese Bibliothek jetzt auch wieder im InGraph gelandet. Ja, warum Datenbank? Ich denke, das werden sich viele von euch fragen. Zum einen, wir wollen die Daten in anderen Frameworks weiterverarbeiten. Wir können zum Beispiel
nochmal extra Reporting auf die Datenbank fahren. Wir können die Daten, die in der Datenbank sind, später ganz einfach ändern. Das ist einfach der Vorteil, den uns die Datenbank da bietet. Wir können eine freie Konfiguration von unseren Intervallen vornehmen. Was das bedeutet, das kommt auf einer späteren Folie. Und wir können natürlich programmatisch sehr gut an die Daten rankommen, für welche Zwecke auch immer. Und wir haben die Möglichkeit, zusätzliche Daten zu speichern, wie beispielsweise Comments. Und es ist natürlich auch so, dass wir die Datenbank unabhängig von der Isinga-Instanz laufen lassen können. Wir könnten zum Beispiel die Datenbank auf Server A haben, den Ingraph-Collector mit dem Isinga auf Server B oder Nagios und dann den zentralen Ingraph-Daemon zum Beispiel auf Server C, da das ja alles dann quasi getrennte Kommunikation ist zwischen den ganzen Schichten. Wenn jetzt die ganzen Datenpunkte da reinkommen, wird er irgendwann ganz schnell die Datenbank volllaufen. RRD kackt die, klar, die machen sowas auch, aggregieren Daten zu gewissen Zeitintervallen. Ingraph hat sowas auch. Es gibt dort ein Config-File, was quasi so aussieht per Default. Das ist dieses Ingraph Aggregates. Wir sehen hier eine Liste von 4 Intervallen. Das bedeutet jetzt einfach erstmal nur, wir haben ein 5-Minuten-Intervall, ein 10-Minuten-Intervall, ein 30-Minuten-Intervall und ein 3-Stunden-Intervall. Jeder Datenpunkt, der jetzt von Ingraph aufgesammelt wird, wird in jedes dieser Intervalle eingefügt. Das heißt, dass wir, wenn wir jetzt 2 Datenpunkte im 5-Minuten-Intervall bekommen, werden diese gemittelt und dann in dem 5-Minuten-Intervall gespeichert. Das heißt aber auch, dass Ingraph hier mindestens einen Datenpunkt alle 5 Minuten erwartet. Passiert das nicht, sei es irgendein Ausfall, dann würde im Resultset, was wir vom Daemon bekommen, würde da ein Nullwert entstehen, um Lücken im Graphen dann anzeigen zu können. Das hat natürlich den großen Nachteil, wenn wir jetzt ein Check-Intervall bei Check A von 5 Minuten haben und ein Check-Intervall von 15 Minuten bei Service B, dann funktioniert das hier nicht mehr, sondern da muss man dann an den Templates im Service später definieren, was hast du überhaupt für ein Check-Intervall und welches Intervall willst du per Default für diesen Service sehen. Das Ganze könnte man auch kompensieren durch eine Null-Tolerance-Config, die sagt dann an, wie viele Datenpunkte im Endeffekt null sein dürfen, bevor ich da eine Lücke in den Graphen einzeichne. Und die Intervalle sind frei definierbar. Ich kann hier das 1-Minuten-Intervall reinmachen, das 5-Minuten-Intervall, 10 Minuten. Wichtig dafür ist, dass man diese sinnvoll wählen sollte, also nach seinen Check-Intervallen, und man bedenken sollte, dass genau diese Zeitintervalle auch im Frontend dann zur Anzeige herangezogen werden. Also wenn wir einen 4-Stunden-Graphen anzeigen, dann ist es sicherlich sinnvoll, da das kleinste Intervall zu wählen zur Anzeige, nämlich das 1-Minuten- oder das 5-Minuten-Intervall. Wenn wir jetzt einen Jahresgraphen anzeigen und würden da das 5-Minuten-Intervall wählen, dann würde die Anzeige explodieren, weil wir da so viele Datenpunkte hätten, dass das gar nicht mehr anzeigbar ist. Da wäre dann zum Beispiel das 3-Stunden-Intervall sinnvoll. Durch diese Aggregationsschichten oder Intervalle, die wir da haben, können wir ganz einfach alte Performance-Daten einlesen. Das heißt, das stört den Daemon nicht, falls da mal gestoppt wurde und er muss dann aufholen. Da kommt es zu keinem Datenverlust. Verarbeitung von alten Performance-Daten ist also möglich. Und wir können die Intervalle nachträglich ändern. Das heißt, uns fällt im Betrieb auf, oh, wir bräuchten jetzt mal noch ein 15-Minuten-Intervall. Dann können wir das einfügen. Und Ingraph verhält sich dann so, dass dafür dann einfach für jeden Service, der dann da ankommt, neue Linien angelegt werden. Man kann natürlich auch Intervalle dann danach löschen. Da sind die Linien dann nicht weg, sondern das ist nur deaktiviert. Und man könnte sie dann in irgendeinem Zeitpunkt wieder aktivieren und dann würde die Linie dann fortgeführt werden. Dann gibt es die Retention Period, die besagt, wie lange so ein Intervall aufgehoben wird. Das 5-Minuten-Intervall und das 10-Minuten-Intervall hier in dem Beispiel eine Woche. Das heißt, wir könnten eine Woche lang uns diese genauen Daten anschauen. Später ist es dann natürlich nicht mehr möglich. Da habe ich dann nur den 3-Stunden-Intervall, wenn ich ein Jahr zurückgehe. Und dadurch ist es dann, könnte man dann auch die Datenbankgröße berechnen im Endeffekt. Weil wir ja genau, wenn man genau weiß, ich habe so und so viele Services, die haben dann so und so viele Linien, kann ich mit dem, wenn ich mir meine Retention Periods definiere, kann ich genau ausrechnen, wie groß die Datenbank im Endeffekt mal werden kann. Da hängt mal eine Frage. Kann ich auch jetzt zum Beispiel
kürzeres Intervall danach definieren? Und was passiert dann? Kriege ich dann das erst für die zukünftigen Daten? Versucht er irgendwie zu interpolieren für die älteren? Oder okay, die Frage war, kann ich im laufenden Betrieb ein kleineres Intervall hinzufügen und wird dort gegebenenfalls interpoliert? Nein, also man kann es hinzufügen, aber nein, es wird nicht interpoliert. Das ist, zählt dann quasi ab dem Zeitpunkt, wo es eingefügt wird, als neue Einheit. Wenn ich es am 01.01.2012 einfüge, habe ich auch erst ab dem 01.01.2012 Daten für dieses Intervall. Da passiert also, werden keine Daten aus dem zum Beispiel 5-Minuten-Intervall jetzt genommen und versucht dort reinzuschieben. Das passiert also nicht. Das ist dann quasi neu. Wobei man dann die Möglichkeit hätte, sich hinzusetzen, ein kleines Skript zu schreiben und mit einer Query das umzuwandeln. Genau, ja. Das könnte man natürlich machen, ja, wenn man das will. Was speichern wir alles in der Datenbank? Wir speichern natürlich die Average-, Min- und Max-Werte und aber auch die Schwellwerte, die vom Plugin, von den Performance-Daten kommen. Das heißt, man könnte hier auch Änderungen, falls man die Schwellwerte Critical Warning ändert, nachvollziehen. Es gehen Spitzenpunkte nicht verloren. Das heißt, wenn wir im 10-Minuten-Intervall mal einen Punkt haben, der ausgeschlagen ist und alle anderen sind natürlich normal, dann ist der Average vielleicht nicht kritisch, aber wir wollen den Ausschlag natürlich trotzdem irgendwie sehen und dafür gibt es dann die Max-Linie, die dann im Intervall den maximalen Wert speichert. Wir haben, wie schon gesagt, eine Entkopplung zwischen Performance-Daten und Persistenzschicht und an das Interface kann man sich direkt anbinden. Aus einem Performance-Data-Label, zum Beispiel PL oder RTA oder Physical Memory oder sonst was, werden 9 Linien angelegt, die man sich anzeigen kann zu diesem Label. Das ist Average, der Durchschnitt. One Lower, falls wir einen Bereich für die Schwellwerte angeben. Ansonsten, falls wir das nicht machen, ist der 0. One Upper für den oberen Schwellwert oder falls wir keinen Schwellwert haben, ist das einfach der Warning-Schwellwert. Critical da genauso. Dann die Linie Lower Limit, was das Minimum vom Plugin ist. Und Upper Limit, was das Maximum vom Plugin ist. Und Ingraph generiert dazu dann noch Min und Max, was eben diese Spitzenwerte dann nachvollziehbar speichert. Das Ganze wird vom Frontend auch so vom Daemon geholt. Der Daemon fragt für einen gewissen Zeitraum Daten ab, holt sich dafür Host- und Service-Namen und schaut dann, im Frontend gibt es denn dafür Templates. Warum Templates? Weil man natürlich den Style pro Service definieren will. Wie soll das aussehen? Ein Ping sieht zum Beispiel anders aus als zum Beispiel ein Load-Graph zum Beispiel. Und aber auch, um dieses Intervall einstellen zu können, falls es ein anderes Check-Intervall hat als das Default zum Beispiel. Templates sind bei uns JSON-Dateien. Beim Grapher waren das noch wilde XML-Dateien, die keiner mehr bedienen konnte. Ich hoffe, das haben wir da jetzt besser gelöst. Templates definieren anzuzeigende Zeiträume. Das heißt, wir haben im Template stehen, welche Zeitschienen überhaupt vom Graph angezeigt werden sollen. Das ist in der Standardansicht 4 Stunden, ein Tag, ein Monat und ein Jahr. Und es definiert, welche Linien angezeigt werden sollen. Ist klar, dass wir nicht sofort alle 9 Linien dort anzeigen in einem Graphen, weil das wäre überladen und sinnlos, weil es ja nicht aussagekräftig wäre. Man kann in den Templates auch Umrechnungen machen. Man kann dort JavaScript-Funktionen reinschreiben, um jeden Datenpunkt, den wir aus dem Daemon holen, umzurechnen. Zum Beispiel das Swap-Plugin liefert Swap-Free und den maximalen verfügbaren Swap. Und wir können hier dann umrechnen, wie viel Swap denn jetzt eigentlich tatsächlich verbraucht wurde, anstatt uns den freien Platz dort anzeigen zu lassen. Bei uns gehört der Template zum Service-Namen. Das heißt, wir definieren ein Template für Ping, nicht für Check-Ping. Das ist gut zum Beispiel für Check-Multi, weil wir da sagen können, okay, Check-Multi hat den und den Service-Namen. Und dort können wir dann ein extra Template anlegen. Das ist aber schlecht, wenn wir meinen, in einem Physical Memory Template gibt es Linie Free und Max. Und bei dem, der das einsetzt,
gibt es diesen Service, der Physical Memory heißt, der hat aber gar nicht diese Linien. Dann denkt Ingraph natürlich, okay, das Template kann ich nehmen, weil der Service-Name passt. Der Check ist aber unterschiedlich und dann würde man gar keine Linien sehen. Also da muss man aufpassen oder auf eine der nächsten Versionen warten, weil da wollen wir auch das Check-Kommando einbauen, dass man Templates auch anhand des Check-Kommandos matchen kann, wie es bei PNP ist. So sieht das aus. Man definiert als erstes einen regulären Ausdruck, auf welchen Service das matchen soll. Das hier ist das Default-Template, das heißt, dass es für alle Services gelten soll. Wir können dort eine globale Flot-Konfiguration machen. Das erwartet alle Parameter, die man auch für Flot verwenden kann. Also da wurde kein eigenes Konfigurationsformat irgendwie geschaffen. Und unter Series sagen wir dann, auf welches Performance-Data-Label das matchen soll. Falls wir dort zum Beispiel ein PL machen wollen, würde dann in den regulären Ausdruck dann dort ein PL reinkommen. Und wir wollen natürlich in den meisten Fällen immer die Average-Linie anzeigen. Per Default hat jede Linie, die dort angezeigt wird, einfach einen Gradient. Und das ist so quasi das Default-Template, dass wenn es kein spezielles Template für den Service gibt, den wir anzeigen, wird einfach jede Durchschnittslinie angezeigt, ausgemalt mit einem Farbverlauf. Zusätzlich, ja? Diese Konfiguration kann die eben mit diesen multiplen Performance-Daten Output umgehen, wie zum Beispiel Check-Interface-Tables ausgeben? Nein. Oder wir sagen mal jein. Wenn wir jetzt einen Check-Multi haben, was ja im Endeffekt ein Check-Interface-Table ist, dann wird jede Linie, die dort in diesem Check-Multi enthalten ist, wieder als Service in die Ingraph-Datenbank geschrieben. Und genau diese Linien können wir dann auch, könnte man in diesem Template dann auch anziehen. Natürlich ist das bei Interface sinnlos, weil ich nicht weiß, wie viele Interfaces ich habe. Also ich könnte jetzt natürlich in dem Service-Template hingehen und könnte sagen, Interface-01, Interface-02, dass das nicht generisch ist, das stimmt. Das steht quasi noch auf der Roadmap, dass da irgendwas her muss. Also ja. Man könnte es mit Views machen zum Beispiel, aber da komme ich dann gleich drauf. Views. Views sind auch JSON-Dateien, die sehen im Endeffekt aus wie unsere Templates. Man kann hier aber Graphen von verschiedenen Hosts und Services kombinieren. Während Templates eben nur auf den Service-Namen gematcht haben, kann man mit Views persistente Ansichten auf Host- und Service-Kombinationen schaffen, die dann auch natürlich zeitraumfrei sind und via URL aufrufbar sind. Also wenn ich mir einmal einen View gebaut habe, dann kann ich den auch immer wieder anschauen. Und das kann ich natürlich über meine Konsole könnte ich mir das schreiben oder ich benutze dafür einfach das Frontend. Das bietet mir nämlich die Möglichkeit, Views anzulegen. Wir haben für das Webinterface zwei Sachen. Das ist einmal das Standalone-Interface für alle die, die kein Isinga Web haben oder wollen. Das ist integriert natürlich auch in das klassische Interface von Nagias oder Isinga, weil es parametrisierbar über URL, Host und Services aufrufbar sind. Und wir haben aber natürlich auch ein Isinga Web-Modul dafür. Was kann das? Es kann erstmal Daten exportieren, PDF leider noch nicht. Das geht nur über die Druckfunktion und falls der Browser das dann natürlich kann oder ein PDF-Drucker installiert ist. Wir können Kommentare zu Datenpunkten hinzufügen. Es gibt ein tolles Feature, das nennt sich Overview Graph. Das ist eine Miniaturansicht, um sich den kompletten Zeitraum, in dem Monitoring-Daten vorliegen, anschauen zu können. Und dieser gilt quasi als Navigation für das obere Panel. Alles, was ich mir dann in diesem Overview-Graphen hinziehe, wird in dem Panel oben drüber übernommen. Aber das zeige ich dann noch. Und wie bereits angesprochen, das Intervall, je größer der anzuzeigende Zeitraum ist, umso größer wird das Intervall, was ich hinten dann im Backend wähle. Das passiert aber automatisch, also da muss man nichts machen. Vorteil vom Isinga Web-Modul, es tut sich mit in die Berechtigungsmechanismen des Isinga Web einbinden. Das heißt, wenn mir Services verboten werden, die zu sehen, sehe ich die im Ingraph auch nicht. Es ist integriert in alle Grids, die es am Isinga Web so gibt. Und wir können natürlich
mit diesem Isinga Cronks abspeichern. Das heißt, wir können da Ansichten auch ohne Views bauen, sozusagen. Und IsingaWeb bietet noch ein Portal. Das ist ein konfigurierbares tabellarisches Layout, wo man definieren kann, wie viele Spalten, wie viele Zeilen soll ich haben. Und dann kann man da verschiedenste Services und oder Views auch dort reinladen. So, jetzt alle mobilen Geräte ausschalten, bitte. Okay. Das wäre die Ping-Ansicht irgendeines Checks. Wir haben per Default 4 oder 5 Panels. Vor 4 Stunden, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresgraph. Wer das nicht möchte, der kann das im Default-Template ändern. Also da steht definiert, dass dort diese 5 Panels rein sollen. Wer da zum Beispiel nur den 4-Stunden-Graphen haben will, weil der Rest ihn eh nicht interessiert, der kann das da gerne reinschreiben. Wir können jedes Intervall, jedes Panel, was dort ist, können wir auch zu jedem anderen machen. Das heißt, wenn wir hier oben das 4 Hours haben, können wir aber sagen, okay, ich möchte hier jetzt auch One Day sehen. Das macht hier bei der Template-Ansicht nicht so sehr viel Sinn, weil ich das ja eh drunter habe. Falls ich mir dann aber Views baue und möchte dort zum Beispiel den aktuellen Tag vergleichen, kann ich hiermit dann schnell zu einer gleichen Ansicht wechseln. Angesprochen ist das hier unser Overview-Graph. Wir haben also angefangen, am 1. März 2012 Performance-Daten zu sammeln und können dann hier unten schon auch Peaks nachverfolgen. Und wenn ich dann hier den zum Beispiel sehe, könnte ich den dann nehmen und dann entsprechend reinzoomen und kann dann da nachvollziehen, was denn da los war. Hier in dem Beispiel, in dem Ping-Beispiel, haben wir versucht, so einen kleinen Smoke-Ping zu machen. Das heißt, wir haben mit den beiden farbigen Linien haben wir da die Average-Werte abgebildet und mit dem grauen Verlauf drumherum, das sind einfach die Spitzenwerte, die in dem Intervall aufgetreten sind. Über diese Buttons hier, das sind Paging-Buttons sozusagen, die gehen dann die Zeiteinheit, die hier gewählt ist, vor oder zurück. Das ist nur praktisch, wenn man mal schnell zu der ersten Stunde oder zu der letzten Stunde möchte, in der Monitoring-Daten vorliegen oder wenn man sich wöchentlich seine Daten anschauen will. Wir können aber auch angeben, wann wir anfangen wollen, uns das anzusehen. Das erwartet oder man kann hier auch solche englischen Datumsangaben eintragen. Das dürfte jetzt der vorletzte Monat sein. Ja. Genau. Ja, das sieht so aus, als hätte der da keine Lust drauf. Dann, ja, Moment, wir laden das IsingaWeb mal neu. Ah, da war doch was. So. Ja, man sieht schon, den Graphen hier unten zu laden, das dauert etwas länger. Das passiert quasi, weil er erst den Monats- und den Jahresgraphen da unten noch lädt und dann erst die Übersicht hier. Ich würde sagen, den Knopf probiere ich jetzt nicht nochmal aus. Es gibt hier noch den Synchronized Start and Endpoints. Das heißt einfach, wenn wir uns hier oben eine Zeiteinheit ausgewählt haben, vom 17. bis 18. irgendeines Monats, können wir das hier auf alle anderen Panels, die dort angezeigt werden, mit übernehmen. Das, alle Knöpfe, die man da so sehen, die sind eigentlich quasi mit aus den Views entstanden, weil das da eigentlich Sinn macht, wenn wir dort zum Beispiel einen MySQL-Cluster vergleichen, macht es da mehr Sinn, den Zeitraum, den wir anzeigen wollen, auf alle zu übertragen, anstatt jetzt hier in der Service-Ansicht. Ich hatte schon angesprochen, dass man Kommentare hinzufügen kann. Das funktioniert über diesen Button hier. Man klickt da einmal drauf, dann aktiviert man sozusagen den Comment-Kontext und kann dann irgendwo hinklicken.
Und der sagt dann, wo möchtest du denn das eigentlich hinhaben? Wenn ich jetzt mehrere Services in dem Panel anzeigen würde, dann würde mir der hier auch eine Auswahl bieten, zu welchem Service möchtest du denn überhaupt hier einen Kommentar hinterlegen. Und ja, der erscheint dann auch dort und auch in allen anderen Ansichten dann auch, die diesen Zeitraum da haben. Das dürfte auch der One Day sein. Und da ist dann der Kommentar auch da. Dieser ist dann natürlich auch wieder löschbar, editierbar. Ja? Die Kommentare für jeden Benutzer sichtbar oder nur für den Angemeldeten? Die sind, na, hier ist ja sowieso immer ein Benutzer angemeldet, nämlich Thinkorswim. Die sind für jeden Nutzer sichtbar, ja. Also, kann man das beeinflussen? Nein. Ist das wichtig? Ja, das steht mir da. Ja, das ist wieder gut, dass man alles sieht, oder? Dass man genau weiß, wer es verbrochen hat. Das ist Thinkorswim-Modul. Ja, alle können darauf zugreifen. Also alle Thinkorswim-Benutzer können auf die zugreifen. In dem Standalone-Interface natürlich auch, da gibt es ja keine Benutzer. Also dort haben wir gar keinen Authentifizierungsmechanismus. Da müsste man dann selber eine HTTP-Sig auf davor hängen. Die Kommentare kann jeder hinzufügen, jeder löschen und auch jeder editieren. Ja? Natürlich, ja, nur wenn ich den Graph sehen kann, ja. Das stimmt, ja. Der Einwurf war, dass man im Thinkorswim ja quasi auf Services berechtigen kann und wenn ein User Service A nicht sieht, dann kann er dazu natürlich auch keine Kommentare hinterlegen. Außer er sagt den Daemon, hey, leg da mal einen Kommentar an. Also das kann er natürlich auch machen. Wir sehen hier oben, welches Template denn letztendlich... Okay, die Frage war, ob im Standalone, ob man da auch auf Services beschränken kann. Nein, das geht nicht. Also im Standalone-Interface gibt es gar keine Berechtigung. Hier oben in der Titelzeile der Ansicht steht, welches Template im Endeffekt verwendet wird. Falls man mal keine Graphen sieht, sollte man in das Template mal reinschauen und überprüfen, sind in dem Template die Linien angegeben, die auch zu meinem Check-Kommando gehören. Wie schon eingangs erwähnt, das kann bei einem Memory-Check mal schnell schief gehen. Wie bitte? Nein, kann man nicht. Also das ging mal. Die Frage war, ob man on the fly das Template ändern kann. Das hatte ich mal drin. Es geht ja quasi auch, genau diese Ansicht jetzt als View abzuspeichern, was ja im Endeffekt nichts anderes ist. Das habe ich aber rausgenommen aus dem Grund, dass dann jeder an den Templates rumvorwerken könnte. Und ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Da hätte man sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über Rechte dann in den Kopf machen müssen. Ich habe es einfach erstmal rausgenommen. Aber für die nächste Version kann man das sicherlich nochmal drüber sprechen, dass man da das wieder aktiviert sozusagen. Das können wir auch gleich mal machen. Ja, wir verändern erstmal den Graphen. Also wir haben über diesen Settings-Knopf hier können wir dieses Panel, was wir hier sehen, verändern. Und wir haben dort jetzt diese vier Linien drin, die auch im Template angegeben sind. Ich könnte die jetzt löschen oder ich könnte jetzt auch von irgendeinem Host irgendwas hinzufügen. Das machen wir mal schnell. So, ja gut, das ist natürlich eine unspannende Linie. Aber blau hinzugefügt, jetzt eine Testlinie. Mit der kann man noch viele andere Sachen machen. Wir sehen jetzt hier, default-basig ist das so eine Stufenansicht. Treppenchart oder Steps-Konfiguration hier. Das war nach harten Hin und Her mit unseren Consultants, wurden wir quasi gezwungen, das als Default einzustellen, weil es einfach aussagekräftiger ist. Zitat Tom Gelf, Ende.
Man kann das natürlich, wenn man das nicht will, kann man das wieder ausschalten. Das ist im Default-Template ist das einfach an. Man könnte zum Beispiel aber auch nur die Punkte sich anzeigen lassen, die man dann hier sieht, wer auf verbundenen Linien nicht steht. Man kann aber auch sich einen Bar-Chart daraus generieren. Da macht es keinen Sinn. Ja, ist langweilig. Okay. Dann machen wir mal hier weiter. Jede einzelne Linie, die wir da haben, hat viele Optionen aufgrund von Flot. Die ploppen uns jetzt da mit EditPlot einfach entgegen. Das ist gruppiert nach, soll ich es überhaupt anzeigen? Soll ich das stacken? Das heißt, lege ich die Linie auf eine andere Linie drauf? Und was habe ich für einen Linientyp? Also ist das eine Linie? Sind es Datenpunkte? Oder ist es eben ein Barchart? All das kann ich hier einstellen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, dass wir hier für die Test, na Test ist Quatsch, für die grüne Linie dass wir da mal einen Barchart ausmachen. Und dann sieht das auch etwas anders aus. Hier der Barchart macht hier natürlich keinen Sinn. Wir haben hier das Intervall von 5 Minuten. Das sind die Datenpunkte natürlich zu weit entfernt, um da überhaupt ein sinnvolles Diagramm dahin zu machen, wenn wir da einen größeren Zeitraum anzeigen. Am besten ohne Peak. Dann sehen wir, dass wir das auch nicht sehen. Ah, doch, da. Okay. Diese Ansicht, wenn ich mir die konfiguriert habe, ich kann hier genauso alle anderen Panels, die mich dann nicht interessieren, kann ich dann wegmachen und kann mir quasi dann nur eine Ansicht auf einen Host oder Service bauen, das eine gewisse Zeiteinheit hat, oder ich vergleiche einfach zwei Hosts, kann ich mir diese Ansicht dann speichern als View. Wir nennen sie mal OSMC, speichern die. Es kam kein Error, scheint also gegangen zu sein. Und die taucht dann im Ingraph-Menü dann auch auf. Das ist im Missinger Web das Ingraph-Menü. In der Standalone-Ansicht ist das einfach der Header. Liegt das immer über der Anzeige. Das ist quasi genau das Menü, was wir auch im Missinger Web haben. Was zu erwähnen ist zwischen Standalone-Interface und Missinger Web, wenn wir Templates im Missinger Web ändern, ändern wir nicht Templates in dem Standalone-Interface. Also die beiden werden getrennt voneinander installiert. Wenn ich das Missinger Web-Modul und den Standalone installiere, dann müsste ich quasi auf beiden Installationspfaden diese Templates und Views anpassen. Ansonsten passiert das nur bei dem einen. Ja, und den Graphen, den wir da vorher uns zusammengeklickt haben, der erscheint jetzt also auch genau wieder so, wie wir den uns konfiguriert haben. Zu den Kommentaren ist noch zu sagen, da wir die ja zu irgendeinem Datenpunkt hinzufügen, kann es ja sein, dass der nach irgendeiner Aggregation weg ist. Das ist also nicht so. Der ist, wird einfach nur einer Zeiteinheit und eines Hosts und Services drangeklebt. Die Y-Position hier, die ist immer fest, weil der Y-Wert natürlich je nach Aggregationsstufe anders sein kann. Der wird bei 75%, glaube ich, wird einfach dieses Kommentarsymbol eingeblendet. Wie kann ich hier diese Multi-Ausgaben zusammenbauen? Genau, ja, danke. Da, jetzt nochmal zu dem Check-Interface. Das würde quasi so gehen, dass man sich ein Skript schreibt, was schaut, zu welchem Service oder welche Plots gibt es zu dem Check-Interface XY und diese werden dann alle in diesen View quasi eingetragen, programmatisch. Und dann könnte man über den View dann hier auswählen, welches Interface das ist. Wenn man natürlich viele Check-Interface-Checks hat, dann ist das mit den Views ja auch nicht so, aber das wäre... Ja, genau, ja.
Ja, das klar. Wie gesagt, das geht jetzt noch nicht. Also das war nochmal jetzt Check Disk, macht es ja auch pro Volume, ein Performance Data Label. Das ist beim Ingraph quasi noch nicht dynamisch lösbar. Da müsste man auf die nächste Version dann einfach warten. Da würde dann irgendwas sowas eingebaut werden, irgendeine For-Each-Funktion, dass man im Template eben angeben kann, was dann da für Linien pro Label dort angezeigt werden sollen. Nee, das Templates und Views werden beide im Filesystem abgespeichert. Die liegen in irgendeinem Config-Verzeichnis. Pro Service dann ein Template und pro View-Name natürlich pro Ansicht eine Datei. Ja, bitte? Nein. Nein. Ja, man muss den Host auswählen, kann dann aber dazu alle Services anzeigen. Dass man sagt, mach... Genau, ja. Aber wie gesagt, das müsste man eben noch einmachen. PNP kann das, das weiß ich. Also bei PNP kann man zum, ja, irgendwie angeben, ich möchte für die und die Kombination eben das sehen. Ja, das müssten wir quasi noch nachimplementieren einfach. Okay. Ja? 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 Das können wir, wenn ich fertig bin, können wir mal schnell auf das Ingraph-Wiki gehen. Da ist ein Rechenbeispiel dabei für... Für x Linien ist es da quasi ausgerechnet, was die Datenbank verbrauchen würde. Ja? Umzuwandeln? Nee. Aber wenn das jemand schreiben möchte, dann gerne. Also wir haben auf der Roadmap für Version 1.1 gibt es quasi ein Feature PNP-Import. Da ist keine Description dazu. Weiß nicht, wer das angelegt hat. Vielleicht gehört da alles dazu. Das würde da vielleicht mit reinfallen, wenn wir uns entscheiden, das zu machen. Okay. Nach der Demo und den tollen Graphen, die wir gesehen haben, haben wir noch was gemacht, Check Ingraph. Das ist dafür da, um auch historische Performance-Daten, die man gesammelt hat, auch zur Analyse von aktuellen Daten heranzuziehen. Das heißt, eigentlich will man ja nicht monitoren, hey, meine Load ist 6, sondern ich will monitoren, ist meine Load heute höher als vor einer Woche und ist die 10% höher als vor einer Woche. Und genau dafür möchte ich vielleicht auch einen Alarm haben. Und genau solche Sachen, die dann quasi immer ein gewisses Grundrauschen haben und dann aber in irgendwelchen bestimmten Fällen Ausschläge erwarten, genau das soll man mit Check-Ingraph abbilden können. Check-Ingraph geht also auch auf den, ist ein Check-Plugin in Python geschrieben, geht auch auf den Daemon, um sich dort die Daten zu holen und dann die anhand gewissen Zeiträumen die Daten zu analysieren. Das ist erstmal nichts weiter als zwei Zeiträume zu vergleichen. Die können beliebig lang sein und die können auch beliebig weit voneinander entfernt sein. Es macht vielleicht Sinn, da aber die aktuelle Woche mit der letzten Woche zu vergleichen oder immer den letzten Montag zu vergleichen. Und diese Zeiträume, auf die werden dann Funktionen abgebildet, die dann den Durchschnitt oder die Standardabweichung berechnen. Wir haben in einer der nächsten Versionen auch noch Trendfunktionen drin. Und wir geben dort bei dem an, wie bei jedem klassischen Nagios-Plugin, die Schwellwerte, wann alarmiert werden soll. Das heißt, wenn wir eine Last haben, die höher ist als 10% vom letzten Tag, dann möchte ich ein Warning bekommen. Und genau das macht dieses Plugin. Mal als Beispiel habe ich hier so diesen Load-Graphen da gewählt. Der hat hier vorgestern habe ich den Screenshot gemacht und der hat dort einen kleinen Ausschlag. Wir haben ein Check mit letzte und aktuelle Stunde verglichen. Das ist quasi, sind quasi diese
diese Zeiteinheiten hier, da sieht man, dass die Differenz hier noch 5% ist. Und unsere Schwellwerte sind gewählt 10 und 20%. Das heißt, hier haben wir noch keine Alarmierung. Wenn wir aber gestern und heute vergleichen, das ist dann quasi dieser Bereich hier und dieser hinten, und wir haben hier hinten eben diesen Ausschlag, dann ist es klar, dass die Differenz eben höher ist von diesen beiden Durchschnittswerten, die wir dort über den Zeitraum gebildet haben. Und deswegen würden wir hier auch einen Warning generiert bekommen. Das heißt, alles, was irgendein Grundrauschen hat und dann Abweichungen bekommt, kann ich da monitoren und kann es auch wieder ins Isinga zurück integrieren. Das heißt, die historischen Daten, die ich da gesammelt habe, die sind also nicht komplett sinnlos. Was wollen wir noch machen? Ja, Oracle und PostgreSQL testen und vielleicht dann auch zum Funktionieren bringen. Ein PDF-Export, ganz wichtig, auch für Reporting. Das ist ja, wie gesagt, noch gelöst über Node.js. Da gibt es erstmal nur eine URL, um dort das Bild anzeigen zu können. Dass das automatisch per Skript in ein PDF dann auftaucht, das gibt es quasi noch nicht. Wir wollen Forecasting mit Hold Winters einbauen. Das wird im Frontend passieren. Das heißt, der Benutzer sagt, hey, ich habe jetzt hier eine 2-Wochen-Ansicht und ich möchte auf Basis dieser 2-Wochen-Ansicht möchte ich die nächsten 2 Wochen sehen. Also möchte ich vorhergesagt bekommen, so genau wie möglich, wie sieht das denn in 2 Wochen aus? Das wäre zum Beispiel, wenn wir einen Trend haben auf einem Festplattencheck, der immer in bestimmten Abstand vorläuft, dass wir dann da irgendwann sagen können, wann der vorläuft. Dass wir einen Critical geben, hey, pass auf, in 2 Wochen läuft deine Platte voll. In das Check-Plugin, in das Check-In-Graph würde das nämlich auch eingebaut werden, dass wir da sozusagen eine Prediction auch noch haben. Ja, wie schon diskutiert, die Check-Multi-Anzeige muss unbedingt verbessert werden. Das geht aktuell ja quasi nicht. Und wir wollen ein bisschen sowieso noch ein paar neue UI-Features da einbauen. Hier in dem Fall logarithmische Skalen, zum Beispiel für Festplatten. Ja, ich hoffe, ich habe kein Feature vergessen. Ansonsten danke ich mich für die Aufmerksamkeit und bin offen für weitere Fragen. Ja? Die Frage ist, ob Mod-Gearman-Anbindung gedacht ist, inwiefern? Die Frage ist, wie tut Mod-Gearman denn seine Performance-Daten aus? Sind das auch Files, wo das drinsteht, anhand eines bestimmten Formats, wie es Isinga macht oder Nagios? Nee, also ich kenne es halt vom PNP. Das ist im Prinzip, das Gearman schreibt es ja bloß noch in den, also der Broker vom genau. Nagios schreibt es bloß noch in Gearman in die Queue und von da wird es dann abgeholt vom PNP. Ah, okay, verstehe. Und das ist die Frage, ob das angedacht ist. Nee, ist es nicht, aber kann man sicherlich machen. Gibt es eine Roadmap für den Ausblick? Ja, die gibt es. Auf netways.org, da wären ja quasi, jawohl, das Wiki wollte ich noch zeigen. Sorry. Ja. Oh. Okay, dann hole ich erst noch ganz kurz das Rechenbeispiel nach. Da. So, für 10.000 Plots wäre mit der Default-Aggregation die Datenbankgröße 30 GB. 10.000 Plots bedeutet 10.000 Linien. Das müssen wir dann nochmal durch 9 teilen, weil InGraph ja 9 Linien anlegt pro Performance Data Label und da kann man dann sehen, wie viele Services das dann ungefähr sind. Ich würde sagen 10.000 durch 9. Ah, das werden so um die 5.000 Services sein, denke ich mal ungefähr. So, und die Roadmap für die 1.0.1. Wie man hier schon sieht, die ist 5 days late. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, jetzt quasi parallel über den Hot Button die 1.0.1 zu releasen. Das klappt quasi nicht. Die wird dann nächste Woche nachgeliefert und die 1.1, da haben wir hier noch ein paar Features offen, die dann da rein müssen. Noch Fragen?
Ja, sonst, Dankeschön, war cool. Dankeschön. In diesem Raum hier machen wir gleich weiter mit PMP, einem Konfigurationsfrontend für Nagios. Entschuldigung. Und im anderen Raum sehen wir, was das Isinga-Team uns Neues zu erzählen hat. Viel Spaß.